Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4, der Danny spielt das. Wir haben heute die Aufgabe, diese RB 58 nach Heigenbrücke zu fahren. Und ihr seht, ich habe die BR 146 ein wenig verändert. Dieses Repaint ist für euch, für jeden einzelnen Abonnenten. Der Danny spielt das, 19.500 Abonnenten. Vorne dran habe ich noch Train Sim World 4 hingemacht und hier YouTube, und ich würde sagen, wir steigen ein und legen los mit dem Aufrüsten. Öffne die Tür drin. Und zwar auf der linken Seite. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier die Lichter ein. Machen. Zack, zack und zack und. Der LCP brauchen wir ja nicht. So. Haben wir auch gleich Ausfahrt. Und 11:11 die AB müssen wir natürlich noch einstellen. Ganz wichtig. Das geht bei dieser Waffe leider nur so. Zack. Und diese Lok gibt ja keinerlei Ton von sich, ne? Die hat keine Sprachausgabe. Warum auch immer. So. Wir machen die AB auf 40. Sagen, haben wir Ausfahrt. Wir regeln die Türen. Lösen die Bremsen schon mal. Beziehungsweise lassen wir nicht. So, jetzt aber. Und dann geht's los. Nächste Station, Hösbach. So, freuen uns. Müssen wir natürlich noch einstellen. So. Scheint irgendwie nicht zu funktionieren, habe ich das Gefühl. Komisch. Warum zum... Naja, da müsste doch mal einer erklären, oder? Ne, ich habe keinen Bock. Sorry. Das Problem hatte ich vorhin schon mit der SIFA. Wir machen sie einfach aus und hat sich der Zimmer hier. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich weiß nicht, ob ihr auch das Problem habt, aber sobald die SIFA aufleuchtet bei der BR 146, fängt die volle Kanne an zu bremsen. Dann lassen wir sie einfach aus und hat sich das. Das tue ich mir nicht an. Wunderschön, wunderschön. So, unsere Aufgabe besteht heute darin, Hösbach anzufahren, Lauffach anzufahren. Da schließlich Heigenbrücken. Also ein kurzes Szenario, um euch mein neues Repaint zu zeigen, beziehungsweise mein allererstes eigenes Repaint. 60.
gleich schon da, unserer ersten Station Hösbach. Da vorne unsere erste Station. Wunderschön. Fühlt sich natürlich, weil wir hier Gleiswechsel haben. Logisch. Überwachung. Jetzt nicht mehr. Da kommen schon die ersten Fahrgäste, die wir einsteigen wollen. Der läuft jenseits der weißen Linie, das ist verboten. Aber das gibt es ja auch im realen Leben, von daher. Hast du hier so einen Krach? Ja. Mach doch mal Motor aus. Der Pest ist die Umwelt. So, verriegeln die Türen, auf geht's. Nächste Station, Lauffach. Die Türen sind zu, aber lauft ab, ruhig. Lauft durch die zu Tür. Könnt ihr ruhig machen. So, nächste Station Lauffach. Ist jetzt auch nicht so weit weg. Ein bisschen mehr aufschalten. Ne? Der Gegenzug. Noch haben wir 40, das wird sich aber gleich geben.
Wunderschön, wunderschön. Da können wir wahrscheinlich schon mal direkt auf 80 runter bremsen, weil wir mit Sicherheit gleich pitieren müssen. Ja, da ist es schon soweit. Oder ist das kein pitierpflichtiges Signal? Doch. Definitiv, oder? Nee, das noch nicht. So, dann erreichen wir Lauffach. Schön. Da fehlt jetzt nur noch Heigenbrücken. Auch nicht so weit entfernt. Ach ja, was ich mal probieren wollte. So, schön verriegeln. Bremsen lösen. Und dann wollte ich mal versuchen, das hinkriegen. Nein. Nee, geht nicht. Schade. Ich weiß nicht, woran es liegt. Egal, fahren wir los. Nächste Station, Heigenbrücken. Was kommt denn da? Was kommt denn da Schickes? Das sah aus wie eine 185 Solo. Wunderschöne Strecke. Wunderschön.
Signal für uns. Ich hoffe, das geht verschwindet noch. Solo-Lok. Ach ne, die hat einen Güterzug dabei, okay. So, dann nähern wir uns unserem Endziel, Heigenbrücken. Schön geschmeidig unserem Ziel entgegen. Wären wir. Wunderbar. So, dann öffnen wir rechts die Türen. Links oder was? Da
tatsächlich. So, dann steigen Sie halt links aus. Das war's auf jeden Fall mit unserer kleinen Fahrt. Anlässlich dieses meiner ersten eigenen Lackierung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. So, haben wir den Gold erhalten? Jawohl. So, ich versuche die Lackierung hochzuladen. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Vorhin hat es nicht funktioniert. Auf jeden Fall werde es weiter versuchen. Auch wenn es heute nicht klappt, dann die Tage. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Kommt gut ins neue Jahr. Passt auf euch auf. Ich versuche morgen oder Sonntag noch mal ein Video zu präsentieren. Ich hoffe, es klappt. Wenn nicht, wünsche ich euch von Herzen einen guten Rutsch. Kommt gut ins nächste Jahr. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bleibt mir vor allem treu. Danke für 19.500 Abos. Ihr seid der Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenich Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.